Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft. Erstmal schnell was essen. Oh. Hallo. Ich brauche mal ein besseres Schwert. Ich mache mich auf den Weg nach Hause. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich die letzte Folge quasi hochgeladen habe oder nicht. Das habe ich mir so im Kopf noch ein bisschen offen gehalten, weil die war. Entweder habt ihr jetzt eine Folge gesehen, die nicht wirklich sehr spannend war. Schon mal hier. Hier ist ein Ofen. Eine Workbench. Interessant. Ich weiß gar nicht mehr, was ich hier alles schon hatte. Ist ja schick. Oh. Endermann. Nicht, wie gesagt. Wie ich zurückkomme. Ich mache mal hier ein bisschen mehr Platz. Muss ja nicht sein, dass ich hier. Alter Schwede. Bin ich im Kreis gelaufen? Ziemlich warm hier. Gold. Müssen wir nicht unbedingt holen, aber ich will trotzdem mal ein bisschen gucken, wo wir sind, was wir hier alles kriegen. Noch. Eigentlich wollte ich hier heim laufen. Wie ich gesagt habe, letzte Folge war es nicht wirklich spannend. Ich mache mit dem Pickel das weg. Hier ist Ende. Ende Gelände. Warum nicht? Tatsächlich nicht mehr. Scheiße, wo ich hergekommen bin. Ja, hier laufe ich wieder im Kreis, gell? Die Richtung sehr wahrscheinlich. Vielleicht wäre es klüger, ich würde mir mal so, wie ich es sonst schon öfter gemacht habe, so Holzschilder anfertigen, wo dann dran steht Dogrotzheim. Also hier latsche ich wieder irgendwie im Kreis. Leute. Hier war das. Dass das hier nicht ganz verkehrt ist.
irgendwo, wo so ein Schienenzeug ist. Gänge, Übergänge. Haben wir hier schon freigebuddelt? Nur wohin? Jetzt bin ich wieder da. Pass auf. Jetzt gehe ich mal geradeaus. Gehen wir hier rüber. Mir bekannt vor. Das hier habe ich schon mal gesehen, aber ich kann ja nicht hier hochgekommen sein, denn wäre da eine Treppe. Ich mache das mal auf. Diese Schlüssel da unten, der kommt mir auch bekannt vor. Ihr dürft mich nicht auslachen. Warum habe ich denn hier in diesem Höhlensystem so eine schlechte Orientierung? Normalerweise würde ich ja sagen, es muss doch irgendwo ein Stück nach oben gehen, das hier. Wir gehen mit Sicherheit nicht nach unten. Wir müssen nach oben. Würde ich behaupten. Ah. War doch ganz einfach. So, und jetzt kriegen wir einen Drehwurm. Und zwar einen ganz gewaltigen. Also jetzt könnt ihr mal die Augen kurz schließen. Ich sag dann, wenn wir oben sind. Weil das ist hier kein Spaß. Dunkel ist es natürlich auch. Warum nicht? Ist ja nicht so, dass wir dann auch noch Besuch kriegen. Von Kameraden der Finsternis. Hallo Schaf. Aber wir laufen immer dem Mond entlang, entgegen. Und dann kommen wir schon heim. Sieht doch gar nicht so schlecht aus. Entweder latschen wir jetzt hier rüber und bringen das Zeug gleich nach Hause. Hallo, schicke Schuhe.
wollte nur sicher gehen, dass mir unterwegs nicht die Puste ausgeht. Denn siehst ja hier. Tschüss. Ach ja. Ich kümmere mich mal um euch. So sieht's aus. Schau mal her. Ein paar Creeper. Zombie, Skelett. Noch einmal. Gut. Ein paar Pünktchen an mich hin. Gehabt. Immer bis auf ein halbes Herz. Gut, der ist nicht so weit weg gewesen von zu Hause, aber trotzdem ärgerlich. Wir machen ein bisschen Feuer. Fünf, sechs, sieben, acht. Hier halt so rum. Da brauchen wir es drei, um die zu schmelzen. Dann hauen wir hier mal das Auge rein und hier, das da. Redstone. Packen wir hier dazu. Fliechenpilz. Wo der allerdings herkommt, weiß ich nicht. Was haben wir noch? Lapis Lazuli. Hierher. Gold auch dahin. Kopple. Packen wir da rein. Kohle. Hier. Ups. Futter. Das ist nach oben. Schwarzpulver. Und Pfeile nach da. Sieht doch mal nicht schlecht aus. Das lassen wir dann vor sich hin. Kokeln. Und wieder ein bisschen Eisen am Start jedenfalls. Halt, warte, ich wollte Leiter eine, oder? Ich wollte einen Esel besorgen. Sollen wir das machen? Ich habe hier Leine produziert. Was heißt produziert? Hergestellt. Eine Leine.
Also ein Esel bei uns in der Gegend wäre doch auch nicht ganz verkehrt. Oder zwei. Fressen die Karotten? Das werden wir gleich sehen. Während das da alles vor sich hin guckelt, würde ich vorschlagen, weil wenn wir zwei Esel haben, wir füttern die. Machen die dann Bambinis? Immer hier an der gleichen Stelle, gell? Halten sich die auf und werden dann von der Morgensonne gegrillt. Da kann das Hirn jetzt auch nicht allzu groß sein. So. Passt doch, oder? Oben haben wir ja. Genau, oben haben wir das ja eins weiter gehabt schon. Prima, genau so. So muss das. Bis auf das da, das muss nicht unbedingt. Das schmeißen wir gleich mal raus, warte. Hallo. Soll ich gleich dich nehmen und dich? Oder soll ich da hinten einen holen? Von der entfernten Verwandtschaft. Ach komm. Tach. Komm mit. Du darfst auch mit. Mal schnell. Wo denn hier die Grünbrücke war? Hier. Ja, da haben wir sie im Schlepptauscher. Ja. Zwei. Kommt, ne? Keiner tut euch was. Nicht da runterfallen. Sei hier los. Ja, nicht mit den Pferden, Jungs. Sonst gibt's Mulis. Hier, schau mal her. Hier ist doch schick. Bisschen schattig, ich weiß. Da seid ihr das sonnigere Plätzchen gewöhnt. So. Mal auf. Wollt ihr eigentlich, seid ihr Karottenesser? Es scheint nicht so. Auch nicht. Na bravo. Was fressen denn die Jungs? Auf alle Fälle Gras. Das ist ja schon mal nicht ganz schlecht. Ihr dürft gern jetzt hier, also falls einer hier das Mädchen ist und der andere ist das Gegenstück, dann könnte ich drehe mich mal rum. Ich mache sowieso gerade Pause. Ich gehe mal und schaue, wie weit mein Zeug gediehen ist, mein Eisen, weil ich möchte eine Pause machen. 20 Minuten, das reicht. Und dadurch machen wir Feierabend. Und ich guck mal, was die fressen. Nach der Pause. Ich verabschiede mich schon mal, während ich hier reingehe. Ich wünsche euch eine wunderschöne Zeit und bis zum nächsten Mal.
Ciao, euer Eddie.